Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Jetzt an Gladbach in weiß und grünen Akzenten von links nach rechts die heimischen Wiedenbrücker in dunkelblau von rechts nach links. Mit akustischer Unterstützung. Ihr hört es. Erster Ball in die Spitze. Grand Leon Ranos macht das erste Tor nach 19 Sekunden. Wahnsinn! Und ich gehe so weit zu sagen, das ist das schnellste Tor dieser Regionalliga-Saison, mal mindestens. Guten Morgen, lieber Sportclub Wiedenbrück. Grand Leon Ranos. Die haben gegen Wuppertal letzte Woche alles dicht gehalten. Und dann, aber wir haben es leider nicht komplett drauf. Aber das Tor haben wir. Der Pass kam von Borges Sanchez und Grand Leon Ranos braucht 19 Sekunden, um das Tor zu erzielen. 4 Treffer bei seinem Debüt, 2 Kisten gemacht. Schröers gut die Lücke gefunden in der Innenverteidigung. Mika Schröers, Borges Sanchez Laufweg macht keinen Sinn. Schröers setzt sich trotzdem durch. Mika Schröers, er steht 0-2. 13. Und das geht viel zu einfach. Die haben gegen Wuppertal fast nichts zugelassen. Und dann... Das kannst du in der Kreisliga B nicht bringen. Tut mir leid. Klar hat Schröers da ein bisschen Glück. Aber das ist viel zu schwach verteidigt. Und es steht 0-2. Aber mit einem Pass sind die an der letzten Kette. Ranos, Naderi, Schröers und Borges Sanchez Pfosten. Szene lebt noch. Und Karahan kriegt das gelöscht. Vorerst, weil die Klärung schwach ist. Lukas Ulrich. Ich will nicht sagen, das ist Dauerbelagerung gewesen, aber das ist viel zu wenig. Die können da machen, was sie wollen. Der Pass ist nicht mal gut. Und dann Ranos für Borges Sanchez. Und Riesenglück für Hülscher. Mit Kerkemeier im Strafraum. Luca Kerkemeier legt ihn zurück. Und die Abschlusschance von Karahan. Szene lebt noch. Seleschuss mit Kerkemeier. 2-1 auf der linken Seite. Kerkemeier macht das gar nicht so schlecht. Rohwedder, Kaptan. Und warum schießt denn mal keiner? Seleschuss. 45. Eine Minute Nachspielzeit. Boah, Fehler von Ali. Schlechter Einstand. Borges Sanchez, Ranos, Grant, Leon, Ranos. Es steht 0-3. Ryan Naderi macht hier den Deckel drauf. Und es ist wieder ein Blitztor. 49 Sekunden. Wahnsinn. Diesmal der Fehler von Ali. Borges Sanchez für Ranos, der macht es stark, sammelt seinen zweiten Scorerpunkt. Und Ryan Naderi buxiert den Ball ins dann leere Tor. Walde. Super Ballmitnahme. Ryan Naderi, jetzt zaubern sie. Aber warum geht er da nicht selber Richtung Tor? Da sagt Ulrich auch, Junge, schieß doch. Du bist doch Stürmer. 50. Freistoß Wiedenbrück. Der kommt gut. Kaptan.
nicht der 1A-Kopfballspieler. Sieht man auch hier. Position nicht gerade optimal. Den kann man Ulrich. Schröers, Abschlussposition. Mika Schröers! Das ist ja im Vergleich zur ersten Halbzeit ein Chancenfestival. Denke auch, dass Eugen Polanski Ihnen das mitgegeben haben wird. Mika Schröers, wenn ihr so eine Position habt, drückt ab. Lässt er seinem Doppelpack letzte Woche noch eins folgen. Toni Reitz, abgefälscht, Ecke. Neuzugang von der Berliner Hertha. Ah, gute Variante. Schröers, Pfosten! Boah, der sah gar nicht so gefährlich aus erst. Riesenschusstechnik. Können nochmal auf diesen klasse Abschluss von Mika Schröers schauen. Und Rums. Riesenglück. Kann er sich durchsetzen? Er setzt sich durch. Und Brüll. Muss mal ran. Lia kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Grand Leon Ranos. Alleine für den Applaus. Es riecht nach einem vierten. Nee, diesmal nicht. Jorge Sanchez gegen Luca Beermann. 69. Domröse. Lia wäre da, aber dann war der Passweg zu. Aber Domröse setzt sich durch gegen drei Mann. Dominik Domröse hat das Tor in Wuppertal vorbereitet. Aber hier ist der Einschießende nicht so sicher wie vor Wochenfrist. Jan-Lukas Lia mit der Chance. Gut gemacht da auf der rechten Seite. Findet den freien Fuß von Lier und dann ist Brüll da. Timo, schieb früher raus. Guter Zweikampf danach, aber so was kann er. Fukuda überlässt für Ulrich. Riesentat von Beermann. Hey, hey, gut gespielt. 78. Jorge Sanchez mit der Hereingabe. Fukuda nimmt den an und Ulrich. Ja, das ist eine Riesenparade. Nee, er geht auf die Torlinie. Tuma abgeblockt, Tuma bezeichnet. Erstes richtig gutes Spiel im Gladbacher Trikot macht. Und dann nochmal die Chance. Durch Benjamin Friesen und Maxi Brüll. Nochmal eine Ecke. Kommt wieder gut. Friesen. Brüll greift daneben, Seleschuss. Oh, der ist gefährlich. Wieder Brüll. Auf einmal hat der SCW Chancen. Friesen, der hat noch Bock. Benjamin Friesen, da ist der Ball. Karahan, Elfmeter für Wiedenbrück. Und da ist genau das, was sie nicht mehr haben wollten. Italiano beschwert sich. Aber noch deutlicher, also Freunde, lasst den Schiri in Ruhe. Noch deutlicher wird der Elfer nicht. Höchstens, nee, abseits ist auch nicht. Chiarodia hebt's auf und dann, ja. Also was gibt es da zu diskutieren? Ich habe eben noch gesagt, der Elfmeterpunkt ist ramponiert. Kann Kanji ihn trotzdem reinmachen? Macht er sein erstes Tor seit anderthalb Jahren? Makumba, Kanji, jo, 1-3. Ich hab's eben gesagt, das wird Polanski sowas von gegen den Strich gehen. Aber es ist verdient. Sehr, sehr nah an der Grenze dieser Anlauf. 4 Minuten Nachspielzeit. Das Spiel ist jetzt vorbei. Borussia Mönchengladbach schlägt den Sportclub Wiedenbrück mit 3-1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.